Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Allengrad im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Machen wir nicht. Hallo. Ja, Philipp hat gerade frisches Wasser geholt für unsere guten Schäfchen. Diesmal nicht in den Fluss gerutscht, zum Glück. Ja, schon halb. Willst du nicht drüber reden? Nee. Okay, gut. Wir sollen vielleicht. Obwohl, doch, wir sollten in Zukunft vielleicht einfach einen Traktor nehmen. Oder einen Unitraktor. Ja. Weil nicht mehr einen Hoftrack. Könnte man auch machen. Ja, auf jeden Fall, das hier ist jetzt die erste Aufnahme mit meinem neuen PC. Und ich habe hoffentlich alles wieder so eingestellt, wie ich es vorher auch hatte. Wenn irgendwas fehlt, Lautstärke dürfte passen. Keine Ahnung, schreibt es uns in die Kommis. Jo. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ich habe den Spielstand natürlich nochmal kopiert und mit rübergezogen. Leider hat es das halt nicht mehr gespeichert gehabt, was wir zuletzt gemacht haben. Also sprich ab da, wo wir Wiese Nummer 1 gekauft hatten. Das habe ich aber natürlich alles wieder so hergerichtet. Geld haben wir jetzt 112.000. Das liegt daran, weil wir haben erstens die Silage, was wir hatten, war ja auch nicht da. Sprich, das heißt, wir haben die verkauft. Und da haben wir natürlich das Heu, diese 100.000 Liter oder waren es mehr, ich weiß nicht, ich glaube 100.000 waren es. Was wir halt darunter geholt haben, haben wir uns halt eben jetzt gut geschrieben und jetzt haben wir sagenhafte 112.000 Euro. Die Frage ist jetzt, Hallo. Wiesen plus Feld ist reif, was wollen wir machen? Wiese muss erstmal Unkraut beseitigt werden, Feld muss gedroschen werden, weil es ist reif. Ja. Das kann möglich sein. Haben wir den Dominator mit drauf? Nee, haben wir leider nicht. Aber wir können den für die Next. Wir müssen ja jetzt nicht dreschen. Ich kann den für die Next Folge mit draufschmeißen, das ist nicht das Problem. Ich mach erstmal Radio an. Willst du direkt abmähen oder erst Unkraut beseitigen? So. Uns fehlt Heu. Wieso fehlen uns Heu? Oha. Dann muss ich nochmal kurz was machen, aber was? Uns fehlen Heuball. Echt? Wir hätten mindestens noch 4. War das mehr? Haben wir da nicht schon mal welche weggeballert? Heuballen. Drüben standen noch 2 und hier standen noch 2. Haben wir die nicht in ein Ding reingeballert, in Schafstall? Hier drüben hatten wir noch 2 und da drüben hatten wir noch 2. Weil das ist hier Stroh, ne? Ja, Stroh. Strohballen? Das. Strohballen? Es ist alles Stroh. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht ein Blinder, aber ein Blinder kann er doch nicht sehen. Ja. Will dazu. Schwierig. Aber was machen wir? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir widmen uns den Wiesen. Die, wo wir so haben, ne? Das heißt, ich schnappe mir mal den Betrag mit dem Mähwerk. Okay. So. Ich hab jetzt. Ah, VCA ist vorhin nicht wunderbar. Hat's beibehalten. So lobe ich mir das. Jetzt muss ich nochmal mein Gewicht hier loswerden. Packt man denn dorthin? Da mal Platz. Gut, dann gleich Event oder sollen wir wieder Grasilasche machen? Ich weiß. Was ist lukrativer? Ist halt die andere Frage. Also für unsere Kühe, wollte ich gerade sagen. Für unsere Schafe können wir halt Heu eher gekommen als Gras. Stimmt auch wieder. Mir kommt das gerade ein bisschen laut vor. Und Moment mal. Warte, ich schau nach. Was ist jetzt gleich nochmal Heu ist, das mit den Zacken. Also Silage bringt halt schon mehr. Moment mal. Wir haben 100. Ja. Wie viel kostet die BGA? Ich kann sie nachschauen, ich habe keinen Farmmanager. Warte. Ach, ich bin so das Ding. Dann würde ich sagen, wir verkaufen Heu, weil da haben wir genug daheim. 109, also 110. Wenn du schon im Menü bist, kannst du. Ah, jetzt hab ich. So, ich gucke jetzt immer den Mähwagon. Ich verkaufe Heu. Okay. Also, wir haben noch knapp 96.000 Liter drin. Geht zum Bührer. So. Ich muss noch die Steuervorher raus, weil da steht davor. Hab ich schon.
Achso, okay, dann. Dann steht dem Ganzen nichts im Wege, ne? So, zack. Ich hol mir den Ladewagen. Dann linken, zack. Wo steht denn der Glanul? Hier bei mir hinten. Im Normalfall. Die adaptive Lenkung ist an. Da ging's nicht rein in die Halle. Die adaptive Lenkung ist an. Oh, ja dann, ist schwierig, ne? So, warte mal. Mit welchen darfst du jetzt noch viel fahren? Ja, schwierig, ne? Dann setz mich nochmal zurück. Ja, hier können wir, glaube ich, beginnen. Das heißt, wir klappen das gerne mal auf da hinten. Und natürlich, also auf. Anschalten. Oh, habe ich den Ton vermisst, du. So, jetzt hat. Dann kann es eigentlich losgehen. Ja, vielleicht ein zu kleiner Gang. Ja, so geht das Ganze eher, ne? Ja, sollten wir eigentlich mal unseren Ladewagen austauschen? Ist halt nicht Frage. Haben wir die Motorisierung für den Größeren? Wieso haben wir Häckselgut im... Muss ich fragen? Wieso haben wir Häckselgut im... Silo? Ach, das war mal... das ist das Zeug, was neben Silo-Markling ist. Und das habe ich dann mal rausgepackt. So, dann... Detvision. Oh, so ein herrlicher Tag, da muss man doch mit Bührer fahren. Jo. Darauf jeden Fall, du. Dann nehmen wir hier mal links. Packt er das auch mit? Ja, packt er. Wunderbar. Ich höre da was, ne? Hallo. So. Da düster links. 6 oder 7 Uhr knapp. Sonnenschein, wunderbar. Jupp, so mutat. Große Nachfrage bei Spinnerei. Können wir was das für uns sein, ne? Wir haben Wolle. 200. Ist es viel mehr als wie es normalerweise ist? Ja. Wir haben 500 Liter Wolle. Ja. Ja. Also eine goldene Nase kannst du dir dabei auch nicht wirklich verdienen. Den musst dir dabei klar sein. Ja. Ja, ich glaube, das lohnt sich dann nicht, ne? Nee. Okay, jetzt muss ich runterschauen, weil jetzt komme ich da nicht hoch. Allrad an. Sperren drin. Weil wir kriegen nicht mal 1000 Euro, also. Ja, dann. Ja, klar, ja. Da müssen unsere Schäfchen noch ein bisschen arbeiten, ne? Oder wir brauchen mehr Schäfchen. Ja, oder das. So, la. Schön. Mit 40 km/h jetzt drüber donnern. Wunderbar. Ich glaube, der fährt standardmäßig bloß 30, aber egal. Gibt das auch nix? Schafft das? Na komm, gib alle. Er schafft's, ne? Ja, okay, ich habe bloß 5,2 km/h. Da ist 4 eigentlich relativ gut. Jetzt kann man einfach wieder hochschalten. Okay, jetzt können wir da drüber schalten. So, geht wieder. Okay, das heißt, wir müssen die zu steilen Hänge meiden. Aber gut. So. Oh, lass mich was stehen. Eieiei.
Das wollen wir nicht. Können wir nicht hinten hochheben, ne? Ich sehe nur noch so ein dünnes Bällchen. Oder 100 PS reicht ja doch. So, das mal kurz. 3200. So, wunderbar. Also wir haben 2222 bekommen. Ja gut, ne? Kann man machen. 2222. Schön. Und dann dürfen wir da wieder früh. So, dann mal da vorne wieder runter, hinten. Oh, geht noch. Bisschen habe ich jetzt bremsen müssen, aber gut. Bist du? Hm? Spiele sind vielleicht zwar falsch eingestellt, aber dir egal. Ich habe so einen richtig schönen freien Rundumblick. Ja. Den hat man mit Bürger. Der Ausbruch fängt mal voll in das Glotze, aber gut. Das ist normal so. Irgendwo muss er ja raus. Ja. Okay, wir schalten runter. Ja. Ich hab vielleicht den Level mitgenommen. Alter, schafft er es? Ja, schafft er. Die Sperre hast du auch noch, gell? Ich weiß. Aber er hat's ohne geschafft. Er hat's geschafft. So, dann fahren wir da wieder links. So, das passt. Zack. Aber wir müssen wirklich mal Heu machen dann. Weil ich würde dann sagen, verkaufen wir das alte Heu alles komplett und dann machen wir einen kompletten Schwung mal Heu. Das alte muss raus und das neue rein, ne? Jo. So, warte. Ich hab noch zwei Jahre. Das alte noch irgendwann. Ja. Fangt Schimmel an. Naja, Heu und Schimmel. Schwierig. Ja, da vorne hier immer noch ein kleines Sträfchen stehen. Und ich stelle mal vielleicht ein bisschen verstehen lassen, da fahre ich dann nochmal drüber. Damit das alles passt, ne? Dann haben wir hier noch einen Streifen. So. Ja, alles ist nicht mitgegangen, aber gut. So, zack, wunderbar. Da kann man eigentlich alles anheben, weil jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Front. Oder die Front. So, das kann man so ausmachen und zusammenklappen. Das vordere auswählen, danke. So. Ja, passt. Mehr oder weniger. Hallo. Hm? Wir haben ja 136 PS, ne? Ja. Haben wir, normalerweise. Würdest, also, nur mal so theoretisch, ja, den Anbauhäcksler, bevor er schafft, oder? Den Standard? Ja. Wir haben kein Rea, ja. Den Betrag oder Lindner müssten wir schon packen, ja. Meiner Meinung nach. Wir müssen Mais machen und die Biogasanlage kaufen. Wie viel kostet denn die BGA? Ich glaube 150, oder? 118. 118 nur. Oh. Das ist gar nicht so schlecht. Sind gar nicht so weit weg, ne? Deswegen ja. Nee. Dann würde ich aber sagen, wir machen jetzt, ja, da wobei, Warte mal, bevor ich alles Heu verkaufe. Und zwar habe ich gerade nämlich die Idee, was wäre, wenn wir das Gras oder die Wiesen, die wir jetzt gerade haben, einfach
in alles Gras lassen und in unser Silo reinpacken. Das dann zur Silage machen. Und dann die BGA kaufen. Und das sollte dann alles reinballern. Einmal muss ich noch Heu kaufen und dann hätten wir das Geld zusammen. Ja. Ich aber das jetzt... wird das Problem, wir haben dann vielleicht nur noch 1000 Euro. Ja, das ist das andere. Das ist halt dann wieder die Frage. Nee, haben wir nicht. Weil wir haben ja noch unseren Hafer, ne? Ah, ja, stimmt. Und der bringt noch mal Hafer. Ja. Mal kaufen wir nochmal 1000 Euro und knapp. Dann kaufen wir uns BGA. Können wir machen. Dann das nenn ich einen Plan, du. Ja, das können wir so machen. Also machen wir jetzt bloß nur noch Silage, oder wie? Würde ich jetzt schon sagen, ja. Silage halt. Aber ich würde schon sagen, dass wir das die Wiese unterm Hof zu räumen machen, einfach bloß das kleines Bergab, falls die hier doch so viel fressen würden. Ja, können wir gerne machen, ja. So, wir sind hier oben. Oh, unsere herrliche Wiese, du. Wunderschön. So, aufklappen da vorne. Anmachen, runterlassen. Dann machen wir das Ganze hinten nochmal. Das gute alte Pöttinger, ne? So. Passt. Und dann können wir eigentlich loslegen, ne? Halt, der ist der rückwärts kommt. Ja, funktioniert alles wunderbar. Steinchen aufpassen. Oh, gekonnt umfahren. Auf den Millimeter. Soll natürlich alles schön mitnehmen. Also nochmal zu dem Thema, wie hieß denn dann nochmal? Ja, jetzt auf jeden Fall, wo man halt auch zum Beispiel die Büsche wegmähen kann und so weiter. Ich weiß nicht, wenn man die Büsche wegmäht, wachsen die dann wieder nach? Ich weiß jetzt nicht, ich hab's mir nicht angeguckt. Also wenn die nicht mehr nachwachsen... Kommt drauf an, was für ein Busch. Ja, so ein Digger. Ja, so ein Digger. Ja, die Buschen im LS halt. Weide wächst schnell nach. A Brombeer so gut wie gar nicht. A Himbeere auch. Also... Im LS, die Buschen. Ich weiß es nicht. In Real Life, ja. Ja, ich rede hier vom LS. Okay, wenn du nicht du, ich war... kann hier 5. Du. Ich fahre mit dem Bührer, der standardmäßig 35 fährt, 4. 45. Das ist LS-Physik. Ich kann kurz ein, dass wir nie wieder nachwachsen. Okay, also wenn ich nicht mehr nachwachsen, dann würde ich tatsächlich nicht mit drauf nehmen, Skaraidon oder wie der heißt nochmal. Ja doch. Crack, Paper. Flo. Jetzt haben wir ein Problem. Warum, Mann? Ey. Ich. Ja. Häng auf den Hydranten. Ich frag gar nicht nach. Ich häng auf den Hydranten. Ich habe es selber nicht mal gewusst, dass es da überhaupt Hydranten gibt. Ich auch aber nicht. Aber gut. Hab ich gesagt? Naja. Wie schick dich mit? Gekommen. Okay, gut. Ich wollte gerade fragen, ob ich FF machen soll oder nicht. Nee. Aber es hat sie von selber halt geklärt. Ich wollte ganz normal ausholen, um rückwärts da reinzuschieben, ne? Dann schmeck ich so einen Kugel. Denk mal so, was war das? Fuck, hängen geblieben. Was weiß ich. Dabei war das ein Wasserhydrant. Schwierig. Aber auch schön mittig im... Nee, schön. Das ist doch klar. Schön mittig. Dass da mitten rein, mittendrin ist. So, komm. Er lässt ja auch gierig. Stimme kackt ab. Ja, ja, ja. 500 Meter weiter ist so ein Gullideckel für Wasser. Mhm. Hier ist noch ein Bodenhydrant auf der Luftlinie.
Ist das original? So, jetzt gleich BGA kaufen, bevor er uns einer wegkauft. Ich glaube, das wird schwierig, dass die einer wegkauft. Scheiße. Sorry. Die kostet jetzt 119, 936. Oh. Schau mal, wo unser Gold ist. Schwierig. Also. Flo. Flo. Ja. Gleich mal 5000, ne? Also. Alles gut. Aber mal ganz kurz müssen. Kaufen. Kaufen. Yippie! So, jetzt gehört die Biogasanlage. Passt. Ja, wir haben die BGA gekauft. Wir sind zwar arm wie Nummerwart, aber wir haben eine BGA. Das ist doch schon mal super. Warte, ich muss da eigentlich jetzt gleich hinspringen, ne? Ich spring da jetzt hin. Die muss ich mir angucken. Liegt da hinten, ne? Ja. Können wir eigentlich. Oh. Da geht ein wunderschöner Weg von uns hin. Perfekt. Mensch, ich komme vorbei mit Bührer. Na, die Nupsis. Ja, die läuft halt schon. Egal. Wir haben sogar zwei wunderschöne dicke Kalsilos mitgeliefert gekriegt. Oh, wunderbar. Bleib mal kurz da, ne? Ich komm vorbei. Ja, ich bin da. Die Frage ist, wie lange brauchst du, bis du hier bist? Lange, ich bin unterwegs. Wir haben sogar eine Waage. Oh, herrlich du. Einfach nur herrlich. 40 habe ich schon mal auf der Uhr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur mal Fässchen. Wie viele Fässchen hier rumstehen? Also das ist, glaube ich, Salz. Jetzt sind es dann 60. Bin mir zwar nicht sicher, aber... Was machst du schon wieder mit unserem Bührer? Das geht doch nicht. Ich war 63 km/h. Ich komme hier nicht hoch. Nee, geht nicht. Ich pass nicht durch. Was ist das? Ist das für ein Mentor? Wahrscheinlich. Aber die Sachen hier sind wunderbar zu lösen, ne? Dann muss man sagen. Nicht, ob das Original ist, aber... schau ja nicht. Nach links oben ins Eck. Links oben ins Eck. Ach so. Du fährst gerade 10. Ja, weil jetzt ich nur... im Kreisverkehr rumfahre. Ach so. Sehen schon. Ich laufe immer ein bisschen auf dem Gehweg längs, ne? Bin ich aber noch richtig? Also es, die BGA ist auf unserer. Okay, passt. Sehe ich dich da vorne? Weil. Ah, da vorne kommt er. Ich weiß nicht, ob das so original ist, ne? Eieiei. Der geht ab, du. Oh Gott. Der hat Bock. Eieiei. Schwierig. Ich kann 130 fahren. Oh Mann. Und dann den Rückwärtsgang schalten. Wunderbar. Wieso läuft die? Ist ja wunderbar. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ist anscheinend so, wie läuft. Frag mich nicht wieso. Und wieso ist da was drin? Ist auch die andere Frage. Die größere Frage ist, wo geht die Silage hier raus? Einfach blöd. Also. Ja. Ist eigentlich nur ein Bottich, ne? Schwierig. Sind das Tore? Ja, ne? Dicke Tore. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, das ist ein Tor, um die Motoren da drin zu wechseln. Ah. Wir haben einen Kran, okay. Und der frage ich jetzt mal nicht. Wir haben noch eine Box, wir haben noch ein Ölfass. Oder was auch immer da drin ist. Der Kran hier. Hm? Der Kran hier, oder was? Ja. Wieso wie ein Kran? Ja, ich weiß auch warum. Hier ungefähr wird wahrscheinlich. Du wirst es nicht glauben. Aber ja. Eine Güllegrube sein. Da kannst du mit diesem Kran hier
Ganz, ganz speziell, ganz besonders. Ja. Die Rollwecke rauf und runter lassen. Oh. Die andere Frage ist, wieso ist kein Loch im Boden? Egal. Ist da wirklich kein Loch? Nee. Die Schnur geht eigentlich nur ins Nirgendwo, ne? Die Ende, die ist abgekappt. Oh nein. Kannst du mit dem Bühr eigentlich mitfahren? Ich könnte es, er hat eine Beifahrersitz, sogar zwei. Aber ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Oh nein. Ich fahre dann wieder heim, ne, mit 100. Ja, ne, ich schnapp mir wieder meinen B-Trag. Beziehungsweise, wir sind eigentlich für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen kostet doch auch kein Cent. Unten den roten Knopf, vor allem die Gitarren graufärben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad immer das 19. Pin DLC. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my feet, lost.